Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU spricht in ihrem Titel der Aktuellen Stunde zwei Punkte an, die in diesem Kontext schon irreführend sein können. Vielleicht zum Ersten zu den sogenannten Koranverteilungen. Bei der Koranverteilung geht es nicht um Toleranz, meine sehr geehrten Damen und Herren, sondern das ist eindeutig verfassungsrechtlich geschützt. Der Koran war, und das hat der Bundesinnenminister auch eindeutig klargestellt, nicht das Ziel dieser Verbotsverfahren, sondern die Aktionen, die dahinter standen, nämlich der klare Missbrauch des Islams und seiner Symbole und eben auch des Koran durch die neosalafistische Szene. Und da bin ich für die Klarstellung durch den Innenminister sehr, sehr dankbar. Und dies umfasst eindeutig alle Exemplare, Schriftstücke und alles, was dazugehört, die die sogenannten Lies-Kampagnen umfassen, ob in Niedersachsen oder woanders. Der Verein, den Sie ansprechen, da muss es, glaube ich, auch nochmal ein rechtsstaatliches Verfahren geben, sozusagen, welche Möglichkeiten da bestehen. Aber da werden wir Weiteres verfolgen. Aber ich möchte vielleicht eins nochmal klarstellen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kein heiliges Buch steht in Niedersachsen oder in Deutschland über dem Grundgesetz. Und das Grundgesetz sollte deshalb auch Kompass sein bei unseren Entscheidungen, so auch beim Thema Vollverschleierung. Richtig ist, oder muss Kompass sein, Herr Nacke, vielleicht richtiger. Richtig ist, dass der absolute Großteil, die überwältigende Mehrheit der Muslime die sogenannte Vollverschleierung ablehnt und nicht als eigene Praxis akzeptiert, weshalb verschätzungsweise 300 bis 400 Frauen in Deutschland sich vollverschleiern. Unter der Debatte allerdings, die immer wieder aufkommt, um die sogenannte Burka-Verbotsdebatte, leiden insgesamt 400.000 Muslime in Niedersachsen und wahrscheinlich 4 Millionen in ganz Deutschland. Aber dass diese Vollverschleierung nicht zur Praxis muslimischen Lebens größtenteils gehört, mindert nicht den verfassungsrechtlichen Schutz der vollverschleierten Personen. Denn das Grundgesetz schützt auch Außenstehende, Außenseiter oder auch Sektierer. Und eine staatliche Koraninterpretation können wir und dürfen wir nicht vorgeben. Und ja, die Vollverschleierung widerspricht vollständig dem Verständnis von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Doch was ist mit denjenigen Frauen, die sich freiwillig verhüllen, vollverschleiern? Der Staat kann schwer Menschen vor sich selbst schützen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber dennoch bedeutet dies nicht, dass in vielen Bereichen eine Vollverschleierung überall erlaubt sein muss. Eine anlassbezogene Verbote kann es geben und sind zum Teil auch richtig, wie eben das Schulgesetz in Verbindung mit Artikel 7, dem Bildungsauftrag, die Vollverschleierung als unzulässig erachtet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Doch der Fall einer noch schulpflichtigen Schülerin in Belm, die bereits angesprochen wurde, die seit fast 3 Jahren eine Vollverschleierung freiwillig wohl trägt, zeigt uns auch, welche Probleme wir in der Praxis stoßen. Und ich denke, Herr Thiele würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Darf ich kurz diesen Einsatz beenden und dann gerne. Ich denke, es ist richtig, dass die Schülerin in diesem Fall ihren Abschluss im kommenden Jahr machen kann, obwohl die Vollverschleierung hier in absolutem Widerspruch zum Schulgesetz steht. Ein Verweis von der Schule beispielsweise würde diesem jungen Menschen vermutlich vollends in ihre frauenverachtende Parallelwelt drängen. Der Schulabschluss ist hier vermutlich der letzte Strohhalm zu einem Funken Hoffnung zu mehr Teilhabe. Jetzt bitte die Frage. Kleinen Moment, Herr Thiele. Jetzt Herr Ohner. Okay. Ja, bitte, ja. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Ohner, vor dem Hintergrund, dass Sie gerade von der Freiwilligkeit gesprochen haben, das ist ja auch vom Kultusministerium immer wieder so kommuniziert worden, frage ich Sie, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass dieses Mädchen, wenn es in einem anderen gesellschaftlichen Umfeld aufgewachsen wäre, auch zu der Entscheidung gekommen wäre, eine Niqab in der Schule zu tragen? Bitte schön, Herr Ohner. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Das ist eine gute Frage, die ich im Grunde eben schon beantwortet habe. Sie haben ja recht. Die Mehrheit der Muslime lehnt diese Praxis ab. Die Gesellschaft lehnt diese Praxis ab. Aber die Frage ist doch, was passiert, wenn wir die Schülerin beispielsweise von der Schule verweisen? Wir drängen sie noch viel stärker in eben diese Welt, in diese Parallelwelt, die Sie ja zu Recht kritisieren, die wir alle hier vermutlich kritisieren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dass die Gespräche der Schule, nämlich nicht nur Sanktionsmaßnahmen, die Gespräche der Schule nicht bloß warme Worte sind, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeigt der Umstand, dass Sie in 6 Fällen, die es ja vermutlich gab,
vier Fälle die Vollverschleierung ja abgelegt haben. Der eine Fall war der Fall in Osnabrück, das Abendgymnasium mit Rechtsschutzersuchen. Und dieser eine Fall von 800.000 Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen besteht eben darauf und ist ein absoluter Einzelfall, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dies darf allerdings für die Zukunft natürlich keinen Präzedenzfall darstellen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn das Schulleben, der Bildungsauftrag braucht das offene Gesicht, den offenen Kontakt, auch zur Prägung des Sozialverhaltens und der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung. Aber wie gesagt, Zwangsmaßnahmen halte ich hier, wie ausdrücklich in diesem Fall, für nicht zielführend, sondern für eine Verschlechterung der Situation. Und auch pädagogische Maßnahmen in der Schule können da sinnvoller sein, wie eben die Gespräche, die ich eben schon angesprochen habe. Denn gemäß des Bildungsauftrages gehört es auch dazu, Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, Konflikte vernunftgemäß zu lösen, aber auch Konflikte zu ertragen. Dies gilt auch für eine freiheitliche Gesellschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Alles-oder-nichts-Lösungen werden den komplexen Sachverhalten hier nicht gerecht. Vielen Dank.